Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wobby Life. Unsere Aufgabe ist es ja immer noch, jedes Auto bzw. Fortbewegungsmittel in Wobby Life zu bekommen. Und aktuelles Projekt, das Höhlenmensch-Auto. Und es ist echt nicht einfach. Die letzten Folgen haben wir es probiert und heute ist endlich das Finale. Denn ein Artefakt fehlt uns noch. Und es ist mir egal. Diese Folge wird heute erst beendet, wenn wir den Speer haben. Das letzte Artefakt befindet sich auch irgendwo auf der Main-Insel. Und das müsste die hier sein. Also in diesem Gebiet hier links müssen wir graben. Da müssen wir suchen. Es ist auch aktuell absolutes Sauwetter. Welches Auto nehmen wir? Wollen wir eins der neuen nehmen, die wir in letzter Zeit bekommen haben? Ach komm, ja, lass uns das Hoverboard nehmen. Das finde ich ist auch eins der coolsten. Zack, ich bin echt gespannt auf dieses Höhlenmensch-Ding. Weil, ey, Leute, es ist echt... Vor allen Dingen wurden wir auch jedes Mal immer so ein bisschen abgelenkt. Das eine Mal haben wir dann die Ghost-Rüstung gefunden. Das andere Mal sind wir so random. Das war, glaube ich, die vorletzte Folge. Oder war es die letzte? Wo wir so einen Schacht dann... wo wir eine Höhle entdeckt haben. Dann mussten wir da so Aufgaben meistern. So, und hier irgendwo muss es sein. Ach ja, stimmt. Wir brauchen erstmal die Treasure. Also wieder so ein Suchding. Oh, warte mal. Das könnte problematisch werden. Oh, erstens haben wir noch Kohle. Als ob. Okay, auf den müssen wir aufpassen. Ich habe nur noch einen. Oh, warte. Können wir den einfach nehmen? Oh, den müssten wir kaufen für 500. Nee, das meine ich. Oh ja, das ist doch praktisch. Den können wir hier direkt ausleihen. Ist natürlich kein Clown. So, und hier in der City gibt es ja an sich nicht so viele Grünflächen. Das bedeutet, selbst wenn man jetzt hier mal so ein bisschen guckt, da vorne ist zum Beispiel ein Spielplatz. So, wir aktivieren das Ding. Weil das Problem ist, wir können auch gar nicht irgendwie was kaufen. Also eine Schatzkarte, dafür haben wir einfach keine Kohle. Oh Gott. Ja. Hier. Ja. Oh. Auf dem Spiel. Ich seh's. Alter. Wenn das jetzt... Achso, warte. Zack. Und? Komm. Komm, ey, das wäre so geil. Das wäre so geil. Warum? Warum so ein Kegel? Oh Mann, ey, okay, das wäre schon... Das wäre schon heftig gewesen. Aber wir sind gut auf einer guten Pferde hier. Man müsste eigentlich nur gucken, dass man alles sozusagen scannt. Dass man von der einen... Oh ja, guck mal, hier sind die grünen Flächen. Und dass man dann da so rüber... Oh, okay, das ist doch ein bisschen riesig. Aber es würde schon Sinn machen vielleicht, oder? Dass man versucht, eher alles abzuscannen. Und eher so ein bisschen strategisch vorgeht. Ich glaube, das sollte ich tatsächlich machen. Weil ich kenne jetzt auch die Spots nicht. Das war zumindest... Also es war ja schon mal ein guter Anfang. Und das Gebiet da vorne können wir dann schon mal rausstreichen. Und ich glaube auch hier, das hier ist ja zu betoniert. Ich kann mir dann eigentlich nicht vorstellen, dass hier tatsächlich was ist. Komm, lass uns einmal schlau sein im Leben, okay? Dann legen wir das hier einmal ab. Zack. Und dann fahren wir ganz strategisch nach da hinten. So, dann kann man als erstes... Genau, hier sind auch Grünflächen. Hier sollten wir auch schauen. So, wo sind wir hier eigentlich? War hier der Autohändler? Na, hier ist aber scheinbar nichts. Okay, aber dann kann man dieses Gebiet hier zumindest schon mal wegstreichen. Dann gehen wir hier ein bisschen rüber. Es wäre cool, wenn wir irgendwas uns holen könnten, was wir gleichzeitig fahren und auch das in der Hand halten. Ich hatte ja kurzzeitig gedacht, dass man vielleicht das Hoverboard, weißt du, dass man da gleichzeitig was tragen kann, aber das geht nicht. Oh, hier ist auch noch was. Aber das sind vielleicht auch zu kleine Flächen. Komm, mach mal Piep, bitte. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es hier viel mehr Flächen gibt, wo das Ding anschlägt. Aber vielleicht gibt es dann doch weniger, als ich dachte. Weil wir haben jetzt ja echt schon wieder relativ viel abgesucht. Hier beim Krankenhaus vielleicht. Oh, da vorne ist viel grün. Komm, Junge, hier muss doch was sein. Hä? Nein, warum tust du mir das an, Spiel? Ich hab doch... Ey, Leute, wo ist... Ach, komm. Warte mal, ist hier unten die U-Bahn? Oh, vielleicht mit ein bisschen Glück ist hier unten bei der U-Bahn ein Geschenk. Toiletten? Ja, ja, ich will einmal auf die Toiletten. Oh, können wir hier rein? Ja. Oh, das ist... Hier muss doch ein Geschenk sein.
Nee. Na toll. Weil die Geschenke geben ja meistens auch ein bisschen Kohle. Hallo? Deswegen hätte ich mir vorstellen können. Ja! Alter, wir haben so Glück. Wir haben so Glück. Ey, das war wirklich schon gemein vom Spiel, oder? Weil ich habe doch gar nichts gemacht. Ich springe hier einfach nur so rum. Und dann beep, beep, beep. Auf einmal, batz. Werde ich hier einfach weggefetzt. Ach stimmt, der Regen. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass der Regen jetzt aufgehört hat. Wir hätten jetzt sogar genügend Kohle. Ich glaube, das werde ich auch machen. Vielleicht ist es ja, bringt es ja was. Obwohl, bis dato hat es eigentlich noch nie was gebracht, dass ich einmal die Karte kaufe. So, hallo. Ich habe auch immer nur in den FAQ-Videos davon gesehen, dass Leute halt diese Karten gekauft haben. Mal gucken. Hä? Aber das ist doch nicht die Main... Oder gehört das noch dazu? Das wäre natürlich geil. Obwohl, eigentlich wäre es nicht so geil, weil das würde bedeuten, dass es hier ja noch größer ist. Also, wenn das auch noch zur Main Island gehört. Okay, Schatzsucher Paletto begibt sich auf den Weg. Okay, so. Bitte nicht wegbacken. Danke. Ja. Ja. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Ja. Graben. Job complete. Bitte. Bitte. Bitte der Speer. Bitte der Speer. Bitte der... Nein, die Pizza. Die Pizza, die habe ich schon. Aber das bedeutet, die Pizza sollte auch auf der Main Island sein. Das bedeutet, dass auch hier... Oh nein, das bedeutet, dass das hier auch die Main Island ist. Und dass hier auf den grünen Flächen auch überall was sein kann. Oh Mann, Paletto, du hast heute wieder den Mund ziemlich voll genommen. Dass du jetzt hier den Speer findest. Oh, da unten fährt... Ah, schade, das wäre cool gewesen. Komme ich da noch drauf? Nein, das wäre cool. Weil das wäre eigentlich voll smart. Aber das bringt wahrscheinlich nichts. Weil wenn man sich so auf den Zug stellen würde, weil der fährt ja schon ein Stück. Wisst ihr, was ich meine? Hey, ohne Witz, wenn der jetzt hier gleich nochmal vorbeikommt, dann fährt man einfach mit dem Zug. Und ich meine, man muss ja nur so ein bisschen in der Nähe sein. Und dann macht bip, 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 bip. Und dann springe ich schnell vom Zug runter. Ich gehe jetzt erstmal einfach an der Gleise längs. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie einen Schatz trotzdem hier in der Nähe der Gleise versteckt haben. Warum auch nicht? Aber warte mal, wo fährt der Zug überall längs? Der fährt jetzt... Oh ja. Obwohl, so lange kann es eigentlich nicht dauern. Der ist relativ schnell. Also wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Und wenn er gleich kommt, dann versuchen wir aufzuspringen. Das sollten wir mit unseren Schüchen eigentlich schaffen. Und hier laufen wir ja trotzdem noch an den Grünflächen. Ja, und da vorne ist der Bahnhof. Hält er da auch an? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich ja schon, ist ein Bahnhof. Aber bei Wobbly Life kann alles sein. So, ich stelle mich mal kurz hier hin. Und der Zug... Oh ja, der Zug ist schon da unten. Ja, lass einfach kurz, wir scannen hier mal alles ab. Gehen auch kurz ein bisschen weiter nach da oben. Und wenn der Zug gleich kommt, dann springen wir auf. Sei denn hier... Mäuschen, mach mal Piep. Ist es nicht auch irgend so ein Spiel? Mäuschen, mach mal Piep. Okay, also hier ist nichts. So, dann stellen wir uns mal... Ah, die gute Deutsche Bahn, die eh immer zu spät kommt. Oder ausfällt. Ich höre, da ist er, der kommt! Ja! Yeah! Okay, macht euch bereit, Leute. Es kann sein, dass er nicht anhält. Ah, doch, 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 er hält an. Aber ich glaube, wir gehen nicht in einen Waggon. Ja, wir springen hier auf. Ja, hier ist gut. Oh, oh, man wird hier schon ein bisschen durchgeshakt. Ich muss ein bisschen mich bewegen. Jetzt müssen wir aufpassen, ob es piept. Obwohl, ich habe das Gefühl, es piept gar nicht. Also ich höre auch nicht das Geräusch. Liegt das vielleicht daran, dass wir gar nicht unten sind? Und dadurch gar nichts piepen kann? Oh, nee, nee, ich hab's... Nein, ich muss runter. Ich hab mein... Wo ist es hin? Ach, Mann. Warum? Junge, warum ist das immer so verbuggt? Mann. Das ist wirklich immer verbuggt. Na, toll. Aber okay, wir haben noch 21. Wir können uns noch welche davon kaufen. Wir müssen hier nur ganz kurz bei den reichen Leuten ihr Auto klauen. Entschuldigung. Es ist auch langsam echt dunkel. Vielleicht sollten wir einmal schlafen gehen. Oh, warte, lass uns mal hier. Obwohl, das Auto ist eigentlich schnell. Oh, hat aufgehört zu regnen. Halleluja. Ist allerdings immer noch Nacht. Ich glaube, hier kann man auch nirgends schlafen. So, hallo, da bin ich wieder. Ja, hier liegt auch noch mein Hoverboard. Zack. Ha, ja, ich bin's schon wieder. Ich verliere die Dinger ganz gerne mal. Dann würde ich sagen, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Da oben irgendwo. Ja, warte, hier sind die Bahngleise.
Oh, das wäre wieder so typisch, wenn ich jetzt hier ins Wasser fall. Ah ja, hier ist das Malheur, glaube ich, passiert. Hallo, kann ich einmal bitte bei den reichen Leuten schlafen? Hallo, lassen Sie mich einmal rein. Oh ja, warte, wir können hier rein. Der muss auch ein Schlafzimmer haben. Oh ja, warte. Boah, ist heftiges Haus. Schlafzimmer? Ja, cool. Ja, ich bin schon so müde, Alter. Ja, mein Geburtstag. Oh, lecker was essen mit den Höhlenleuten. Ja, Leute, ich brauche nur noch den blöden Speer. Aber ich... Aua. Ich werde nicht aufgeben. Selbst von dem Regen lasse ich mich nicht aufhalten. Es ist auch so ein bisschen Nadel im Heuhaufen. Nennt man das so? Ich glaube schon. Da vorne ist wieder der Spielplatz. Deswegen glaube ich eher nicht, dass jetzt hier potenziell direkt schon wieder was ist. Okay, was ich jetzt auch gerade sehe, man kann scheinbar, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Pizza, die wir jetzt nochmal gefunden haben, können wir auch bei diesen Treasure Huntern abgeben und dafür kriegen wir auch Geld. Kann das sein? Das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Aber ist jetzt auch nicht... Oh. Oh. Warte mal, dann, wenn ich jetzt hier was finde, dann packe ich das zu diesen Treasure Huntern. Ja. Und? Und? Ein Ei! Ein Ei! Ein Dinosaurier-Ei! Ich will das Ei! Bleib stehen! Ich hab das Ei. Okay, ist zumindest auch was Seltenes. Sonst hätte ich es bei den Treasure Huntern einfach verkauft. Aber cool, das Schöne ist, wir müssen hier echt nicht weit. So, kommen wir hier hoch. Perfekt. Hallo, ich habe ein neues Artefakt. Ich schätze mal ein Dinosaurier-Ei. Ein Artefakt. Oh, tatsächlich von den Dinos. Unser erstes. Ein von der Viblorassic-Periode. Okay, interessant. Vielen Dank. Ich habe eben mir auch noch mal ein Video angeguckt, wo auch jemand gesagt hat, dass er stundenlang gesucht hat. Und das deckt sich auch mit dem, was wir hier haben. Also, ich bin ja auch hier wirklich schon stundenlang auf der Suche. Weil ich weiß nicht, wie runtergecuttet die Folgen teilweise sind. Also, ich glaube, jede Stunde ging mindestens eine Stunde. Gut, wir haben natürlich dadurch auch ein paar Abenteuer erlebt. Das muss man schon sagen, das war schon derbe cool. Und jetzt auch hier, dass wir kurz Bahn gefahren sind, feiere ich. Aber ich würde es natürlich noch mehr feiern. Ja, guck mal, weil hier unten waren wir. Da ist der Typ, der die Rennen fährt. Vielleicht müssen wir tatsächlich, wenn das andere auch noch Main Island ist, nochmal zurück nach Hause oder so. Ich meine, hier sind ja teilweise immer nochmal Grünflächen, aber ich weiß halt nicht, ob die zählen. Fängt jetzt hier auch nicht an zu piepen. Ich würde sagen, wir fahren da jetzt auch einfach mal hin. Schön mit dem Detective-Auto. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr Wobbly Life selber spielt. Habt ihr dieses Auto? Wie lange hat es bei euch gedauert? Habt ihr Easy One Try? Oder war es schon ein bisschen härter? So, warte mal. Hier im Gebiet. Oh ja, hier ist doch so viel. Also zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, dass es jetzt auch schon wieder 33 Minuten sind. Also versteht mir nicht falsch. Es geht einfach darum, dass ich jetzt nicht hier irgendwie so 2 Minuten rumlaufe und dann mich bespüre. Oh, man findet die Rare gar nichts. Sondern ich bin hier wirklich schon am Suchen und am Gucken und am Tun. Aber es ist echt nicht so einfach, wie man vielleicht denken würde. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ui. Am Baum? Nee. Hier. Bitte. Das hier ist einfach nur dieser Schlüssel, damit man in den Keller kommt. Mann, wie ich geprankt wurde, Junge. Einfach ein dicker, fetter Prank. Da oben ist nix. Junge, das sieht man einfach. Sind die sichtbaren Xe? Können die überhaupt irgendwas sein? Oh, bitte. Nur falls... Ich guck mal, ob ich das dann abgeben kann. Wenn es jetzt irgend sowas ist bei den Treasure Huntern oder so. Es ist ein ekelhafter Schuh. Ich seh's mir jetzt egal. Mann! Ich guck einfach, ob ich den... Vielleicht kann ich den zu Geld machen, den ekelhaften Schuh. So, hallo! Guck mal, Leute. Ein stinkender Käsefußschuh. Willst du das haben? Nee. Möchtest du?
Nee. Ah ja, ja, guck mal, ich bin aber auch so ein Trottel. Dig up the treasure and bring it back to the shop for reward. Wie viel Kohle habe ich denn? Ich habe für gar nichts habe ich genügend Kohle. Oh, ich bin aber auch doof. Das hätten wir mal machen sollen. Vielleicht brauche ich jetzt irgendwie einen Job, den ich schnell einmal mache für ein bisschen Kohle. Ja, das hätte ich eigentlich machen sollen. Das habe ich echt die ganze Zeit falsch gemacht. Tut mir leid, Leute, ich bin manchmal ein bisschen schusselig. Ja, ich hätte das echt einfach mal immer abgeben können. Okay, warte, wie kriegen wir jetzt im besten Falle schnell Geld? Ich könnte hier vorne Zeitungen austragen. Das ist, glaube ich, ein Job, mit dem man immer easygoing Kohle verdient. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwie angepasst haben. Aber das ging eigentlich immer ganz gut. Wir brauchen dann einmal 75. So, warte mal, wo ist der Job? Der muss ja hier irgendwo, ich glaube, hinter uns, unten irgendwo. So, Paletto, einmal schnell Zeitungen austragen. Moin! Hallo! Hey, na? Ja, ja, ich akzeptiere den Job. Fupp. Oh. Perfekt. Sehr gut. Guck mal, so trägt man morgens die Zeitung aus. Nicht so wie mein Kollege Olli, der irgendwann... Ich sollte wirklich anfangen, die Namen einfach mal zu verfremden. Tut mir leid, Olli. Auf jeden Fall hat der auch ganz lange Zeitung ausgetragen, bis er dann irgendwann keinen Bock mehr hatte. Und dann hat er die Zeitung einfach weggeworfen. Das haben die dann aber gemerkt... Und dann wurde er auch gefeuert. Das war immer eine gute Zeit. Ich kann heute nicht, muss Zeitung austragen. Ja, Baba ist Ehrenmann. Wer von euch, bringt jemand von euch, trägt jemand von euch Zeitung aus? Ich habe schon ganz oft gehört, dass Zuschauer, beziehungsweise dann eher Zuhörer, den Podcast gerne beim Zeitung austragen hören. Grüße an euch, falls ihr das macht. Aber nehmt euch kein Beispiel an Olli. Ach, guck mal, wir sehen jetzt auch, wie viel Kohle wir kriegen. 36. Ja. Müssen wir gleich mal gucken. Zack. Oh ja, hier kommt... Nein! Zack, andere Seite. Easy. Oh, den da hinten, den muss ich nochmal treffen. Ja, geil. Ich glaube, wir haben alle getroffen, die möglich sind. Obwohl vielleicht einer noch, weil dann wären es 50. Job failed? Weil ich den einen nicht hinbekommen habe, oder was? So, das zahle ich direkt ein. Wo ist der ATM? Hier vorne. Ja, dann machen wir das noch einmal. Ja, ja. Einmal müssen wir es noch machen. Und dann holen wir uns die Karte und dann notfalls... Weil das muss ja eigentlich mehr Geld geben, oder nicht? Vor allem, das war schon echt ein bisschen fies, dass der Job... Ja, gut. Job failed. Bei Zeitung austragen ist es, glaube ich, schon so, dass du alles treffen musst. Also, du kannst ja nicht einfach jemanden vergessen. Da gab es, glaube ich, auch immer Ärger, wenn Leute dann angerufen haben und die gesagt haben, ja, bei uns wurde nicht ausgeliefert. Oh. Oh ja, die habe ich das letzte Mal wahrscheinlich nicht getroffen. Da vorne sind auch noch mega viele. What? Bitte. Sehr gut. Da werden dann die alten Leute ganz sauer. Ich habe das Hamburger Abendblatt nicht bekommen. Das sind ja meistens so lokale Blätter. Ich habe die Hamburger Woche nicht bekommen. Bitte, warum machen Sie das? Ihr Ausfahrer, typisch Trottel. Das ist eigentlich auch, Zeitung austragen ist doch auch mega der Rip-Off, oder nicht? Weil normalerweise sollten Leute dafür viel mehr Kohle bekommen. Ich finde Zeitung austragen, ich weiß, dass Olli super wenig bekommen hat. Also der Stundenlohn war echt ein bisschen fies. Aber die dachten sich, ja okay, mit den Kindern kann man es ja machen. So. Eins, ja guck mal, jetzt habe ich 25 von 25. Jetzt kann doch hier nicht Job Failed stehen. Jawohl, Job complete. Da fällt mir das auf den Kopf. So, das packe ich schön auf mein Sparbuch. Zack. So, 114. Jetzt kriegen wir es hin, Leute. Ich sag's euch. Jetzt sind wir ein bisschen zu schnell unterwegs. Ich habe ein bisschen Angst. Ah, easy. Vorsicht. Danke. Hallo, da bin ich wieder. Ich brauche diesmal nur eine Karte. So. Okay, wo geht's diesmal hin? Es geht... da ins Wohngebiet. Ah, da waren wir ja. Okay. Ich frage mich auch manchmal, ob das dann einfach nur freigeschaltet wird. Weißt du, dass dieser Punkt erst beim Job freigeschaltet wird? Dann irgendwas anderes da noch zusätzlich drin ist? Kein blassen Schimmer. Aber wir werden jetzt suchen wie die Weltmeister. So, hier in dem Gebiet ist es angeblich. Wupp. So, wir parken hier an der Straße. Es piept direkt. Hä? Warte, hier? Hier, die Richtung. Oh ja, als ob. Ich bin einfach der... Ja. Die Box sieht irgendwie special. Was ist das denn jetzt?
Ja, aber ich gebe die Suppe bei den Treasure-Huntern ab. Nee, das ist mir egal. Ich gebe das bei den Treasure-Dingern-Typen ab. Ich werde das nicht so in dieses andere Ding bringen, weil das ist ja nicht das Caveman-Ding, sondern das ist irgendwas für was anderes. Weil es fehlt definitiv nur noch der Speer. So, jetzt nicht rausfallen. Easy. Und eigentlich müsste er mir jetzt mehr geben. Also mehr als die 75, weil sonst wäre das ja mega der schlechte Trade. So, hallo. Es geht, Brudi. Gebe ich dir das? Ja. Oh, Alter, was? Jo, ich habe ja mega verdient. Nochmal. Jetzt ist hier was. Das ist ja tausendmal besser. Ich habe es ja immer falsch gemacht. Guck mal, jetzt hier sind wir wieder im Gebiet. Aber gut, hier ist ja nicht unendlich grüne Fläche. Das ist ja die letztlich wichtig ist. Und notfalls verdienen. Ey, wir hätten so viel Geld verdienen können. Das wäre echt krass gewesen. Aber egal. Oh, hier waren wir doch vorhin auch. Nee, es ist schon, glaube ich, in die Richtung. Oh ja. Hier? Nee. Hier. Okay, Job complete. Und? Alter, es ist wieder so ein Muschelding. Muschel? Ganz viele Schweinecoins. Okay, warte. Jetzt brauchen wir so ein... Wir brauchen... Bleib da, bitte. Ich benötige ein Gefährt. Bleib da, ihr Coins. Nicht wegbacken oder wegbübbeln. Ah, doch, das Pizza-Ding. Perfekt. Hier. Oh, nee, warte. Zack. Sind sie noch da? Ja, sie sind noch da. Okay. So, ich habe gesagt, es ist das Letzte. Ich brauche dieses Caveman-Ding. Oh, jo, jetzt ist nichts mehr drin. Nein, bitte. Ich kick das immer mit meinem Kopf so leicht weg. Mann, bitte. Bleib drin. Danke. Jetzt noch den Goldcoin. Na, warte, Goldcoin. Zips. Okay, ich glaube, wir müssen ganz vorsichtig fahren. Okay, so viel dazu. Mann. Nein, jetzt, ja. Ach, komm. Bitte. Na, ey, ich mach's nicht mit Absicht. Er will einfach nicht. Jetzt kicke ich ihn unter das Auto. So, perfekt. Let's go. Wir fahren langsam. Ganz langsam. Easy. Oh. Und, ja, hier steht noch mein anderes Auto. So. Die beiden Coins. Hallo. Zap, zap. Boah, es gibt schon gut Kohle. Kann das sein? Das ist ja mega der krasse Job. So, den noch einmal. Guck mal, jetzt haben wir schon 239. Zack. 314. So, dann kaufe ich mir hier ein neues Ding. Und wir haben immer... Oh, guck mal, jetzt hier auf der Ecke. Das ist tatsächlich neu. Ich guck mal. Die Fläche kann ja... Es kann eigentlich nur hier sein und da oben. Weil das sind die einzigen Grünflächen. Hä? Was ist das denn für eine Verarsche? Das ist doch Beton hier. Als ob man hier buddeln kann, hä? Das ist ja... Yeah! Let's go! Das ist der Speer. Leute, als ob. Junge. Komm. Hopp. Oh. Jetzt nicht verlieren. Aua, ich bin bewusst. Nein, der Speer. Wo ist der Speer? Da ist er. Das ist er. Komm her. Also. Junge, das gibt's nicht. So. Das Einzige, was jetzt nicht passieren darf, ist, dass er rausfällt und irgendwie ins Meer, weil hier links ist Wasser und Wasser ist gefährlich. Wir fahren das Ding. Wir geben. Geil wäre auch, wenn wir es jetzt aus Versehen so Brain AFK abgegeben hätten. Für Kohle. So, nee, wir fahren das Ding jetzt hier. Moin, hallo, hier ist Paletto. Oh. Stundenlang haben wir dafür gekämpft. Und jetzt haben wir ihn. Oh, warte. Ja, laber mich nicht voll. Und ein Artefakt. 5 von 5. Wir haben den Speer, der fürs Jagen benutzt wurde. Warte, das ist alles, was du brauchst. Wir haben das Caveman-Kostüm und das Caveman-Auto. So, Leute, dann lass uns mal. Wir fahren nach Hause. Oh, und ziehen uns um.
und fahren mit unserem neuen Auto. Obwohl, wir können hier schon mal direkt uns das Auto holen. Können wir auch gleich mal den Speed testen. Obwohl, ich meine, ist ja ein Höhlenmensch-Auto. Kann ja eigentlich gar nicht so schnell sein. Da ist es. Zack, let's go. Junge, Flintstones. We're the Flintstones. Da, 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 da. Alter, guck mal. Ist schon cool. So, ich habe ein bisschen Angst, dass wir den Sprung hier nicht schaffen. Weil wir sind echt nicht sonderlich schnell. Ja, kein Problem. Ich habe immer dran geglaubt. Aua. Haben wir Licht da vorne? Oh, nee, haben wir nicht. So, Paletto zieht sich jetzt gleich mal um. Ah, das ist cool. Also wieder ein neues Fahrzeug für unsere Sammlung. Warte, wo wohne ich? Entschuldigung. Ich glaube, hier hinten irgendwo. Hier. So, einmal einparken. Hallo, Sally. Ich muss einmal kurz nach oben. Mich einmal umziehen. So, wir haben mittlerweile aber schon echt viele Verkleidungen. Warte mal, wir können mal top. Das ist... Nee, Affe nicht. Höhlenmensch. Was ist denn das Caveman? Ah, das hier einmal. Sehr elegant. Ich glaube, Oberteil hat man gar nichts. Kann das sein? Falls doch, sagt mir gerne, was es sein soll. Aber ich glaube, da hat man nichts. Aber den Kopf hat man. Ja! Perfekt! Alter, wir sehen cool aus. Warte mal. Valello! Das ist ein... Ey, das passt halt wirklich... Ein Traum. Zack. Jawohl, das ist cool. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oh, Gott sei Dank haben wir nicht aufgegeben. Und in diesem Sinne, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von Wobbly Life. Unser Projekt ist noch nicht vorbei. Ich weiß, es gibt noch weitere Fahrzeuge, beziehungsweise Fortbewegungsmittel, die wir noch nicht haben. Welche das genau sind, müssen wir noch herausfinden. Falls ihr Tipps und Tricks habt, gerne in die Kommentare. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei, falls ihr einen kleinen süßen Mini-Paluten haben wollt. Und euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.